Liebe Schwestern und Brüder, liebe Mitfeiernden an den Radio- und Fernsehgeräten. Dieses Evangelium, bestehend aus zwei Teilen, will uns sagen, ja, der Herr ist mit uns. In den 70er Jahren nach Christi ist Jerusalem so zerstört worden. Jesus hat es vorausgesagt. Und wir können uns die Frage stellen, und das habe ich schon oft gehört, das ist die Strafe, die Jerusalem und die Menschen sich damals eben selbst verdient haben. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass der Herr straft. Denn der Herr straft nicht. Jesus sagt ja selbst, ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen. Und ich bin gekommen, um die Menschheit zu retten, zu erlösen, zu befreien. Das ist der Wille und der Weg, den Gott mit uns damals und auch heute gehen will. Und dass es diese Strafgerichte gibt, liegt nicht in der Strafe Gottes, sondern im freien Willen des Menschen. Der Herr hat dem Menschen den freien Willen gegeben und der ist für ihn absolut, da gibt es nichts zu rütteln. Und er lässt Dinge zu, die ihm auch nicht gefallen, weil er dem Menschen die Freiheit gegeben hat. Und aus dieser Freiheit heraus kommen halt die Konsequenzen. Was man sät, wird man halt ernten. Wir sehen es doch selbst in unserem Leben. Was wir austeilen, fällt auf unseren Kopf zurück. Ganz egal, ob wir mit der Liebe arbeiten oder mit dem Hass, ob wir mit der Freude arbeiten oder mit der Traurigkeit. Was wir den Menschen bringen, mit dem beschenkt uns der Herr. Die beiden großen Bischöfe Konrad und Gebhard haben in einzigartiger Weise begriffen, dass sie diese Liebe zu den Menschen bringen müssen. Und deshalb sind sie in ihrem Handeln groß geworden. Als Jesus beim Einzug in Jerusalem im Ölberg hereinreitet auf diesem Esel, da weint er über Jerusalem und sagt, oh, hättest du es doch an dem Tag erkannt, was dir zum Frieden dient. Ich habe mich bemüht, dich zu sammeln, wie eine Henne ihre Küken sammelt, aber du hast ganz einfach nicht gewollt. Und es geht doch darum, wie es damals gegangen ist, zu erkennen, wer Jesus Christus ist. Und wir kennen Jesus Christus viel zu wenig. Und warum kennen wir ihn nicht? In der geheimen Offenbarung steht, ich klopfe an der Türe, wenn einer meine Stimme hört, öffnet, werde ich bei ihm eintreten, mit ihm Mahl halten und er mit mir. Und alle, die diese Türe öffnen, bei denen wird er einkehren. Und sie werden ihn erkennen und sie werden verstehen, wer er ist. Und sie werden begreifen, was dieser Jesus alles getan hat. Durch die staubigen Straßen ging er, um die Menschen zu suchen, die Hitze zu ertragen. Er hat uns wunderbare Beispiele gegeben in der Heiligen Schrift. Gleichnisse vom barmherzigen Samariter, vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Schaf. Ja, von all diesen schönen Gleichnissen oder von der verlorenen Drachme. Will uns sagen, er ist der Gott, der auf die Suche geht. Nach dem Menschen, den er einfach erlösen, retten und befreien will. Und dass es ihm bitter wehtut, wenn der Mensch sein eigenes Unheil ganz einfach heraufruft. Wir leben in einer Zeit, einer Pandemie,
wo wir auch geglaubt haben, wir haben eine wunderbare Wirtschaft. Wir haben uns ausgerüstet und brauchen Gott nicht mehr. Wir haben Gott aus unserem öffentlichen Leben gestrichen und meinten, das geht wunderbar. Diese Pandemie ist keine Strafe Gottes, sondern sie lehrt uns nur, ohne mich könnt ihr einfach nichts tun. Das ist ganz einfach eine Tatsache, die wir halt jetzt wieder lernen müssen. Ohne mich seid ihr sehr arme Geschöpfe. Ihr seid nicht fähig, euer eigenes Heil zu schaffen. Ihr seid nicht fähig, euch zu erlösen. Ihr seid nicht fähig, den Weg dorthin zu finden, wo die wahren Freuden und das ewige Leben ist. Ich denke, das sagt uns diese Stelle, der erste Teil dieses Evangeliums. Der zweite bezieht sich dann auf das wirkliche Ende. Und er erinnert uns, dass wir alle in dieser Welt keine bleibende Heimat haben und dass die Dinge dieser Welt einmal zusammenstürzen werden und dass aus diesen Trümmern denn aber das Neue erstehen wird, der neue Mensch, der nach Gottes Bild erschaffen ist. Dort wird der neue Mensch erstehen, der und in die neue Schöpfung zu einem glanzvollen und einer großen Herrlichkeit. Und deshalb endet diese Stelle mit den Worten, dann richtet eure Häupter auf, denn eure Erlösung ist nahe. Denn unsere Heimat ist der Himmel und nicht diese Erde. Unsere Heimat ist die Heimat bei Gott. Und auf die können wir uns freuen. Und es ist jeder Tag schade, an dem wir vergessen haben, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist jeder Tag ein verlorener Tag, in dem wir in unserer eigenen Traurigkeit, in unserem eigenen Egoismus uns vergraben und uns einlullen und uns selbst bemitleiden und nicht mehr die Stimme des Herrn hören, der unsere Tür klopft und sagt, ich möchte mit dir einkehren und mit dir Mahl halten. Amen.